Und damit herzlich willkommen zurück zu meinem neuen Video. Ich bin der Wooster und wir spielen Biomutant. Das ist ein Spiel, was 2021 rausgekommen ist und entwickelt von Experimental 101 oder 101. Ich glaube, 101 nennen es das. Oder nennen sie sich. Und gepublished von THQ Nordic. Und wir sind ja in der ersten Folge, in der letzten Folge quasi, hier durch das Tutorialgebiet durch, hier durch den Bunker, Berg und sind jetzt hier ja im ersten Open-World-Abschnitt gelandet, konnten hier den Wegpunkt aktivieren. Ich würde gerne nochmal kurz ins Inventar schauen. Ausrüstung. Aha, jetzt haben wir hier die Werkzeuge. Ja, okay, wir haben das Netz bekommen, da können wir die komischen Viecher einfangen und das Brecheisen, wo wir dann die eine Röhre zerstört haben. Okay. Mehr geht nicht. Karte. Ja, Karte ist das. Okay. Gut, dann sind wir eigentlich ready to go. Und dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwie was finden. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass man später vielleicht da oben auch hinkommt. Oder vielleicht von hier außen irgendwie. Oh. Das sind auch Haiköpfe auf einem... Tja, keine Ahnung. Der Welsenfresser sein, der Stein als Bein abgebissen hat. Wenn du den erledigen willst, musst du dir was einfallen lassen. Jo, Höhle. Was ist hier? Bewährungsstahl. Okay. Gewöhnlich lausig Komposit schlagen. Okay, das ist irgendwie eine Nahkampfwaffe. Ich dachte, wir müssen jetzt das Vieh fighten. Aber gut. Das war wahrscheinlich nur so ein, ja, so ein kleiner Teaser, auf was wir uns hier noch, ja, gefasst machen können. Da hinten waren wir gerade, ne? Ja, okay. Ja, das schaue ich gleich, das Tor. Ich würde hier oben nochmal kurz checken, die Lage. Ja, das ist immer die Frage. Na, wie belohnend ist das? Dass natürliche Tunnel wie dieser hier noch existieren. Die meisten wurden überschwemmt. Mhm. Okay, dann gehen wir mal hier. Jemand hat überlebt. Es ist gut zu sehen, dass es jemand geschafft hat. Mhm. Er hat von den Schrecken gehört, für die die Weltenfresser bei den anderen Enklaven sorgen. Doch er hätte nie gedacht, dass sie bis hierher kommen. Aura. Dein inneres Gleichgewicht sind zwei Hälften, die ein Ganzes bilden, das alle Dinge durchzieht. Ab und an kannst du dein inneres Gleichgewicht durch Taten und Entscheidungen in Dialogen offenbaren. Ach so, das ist so wie Yin und Yang. Ist das das, was die zwei Geister waren? In der ersten Folge haben wir so einen schwarzen und einen weißen Geist gehabt, so wie gute und böse Teufelchen. Und hiermit können wir quasi die Aura dann beeinflussen. Nur wenige handeln stets nach der gleichen Maxime. Unsere ganzes bildet aber die Summe aller von uns getroffenen Entscheidungen und Handlungen. Die Balance deiner Handlungen bestimmt deine Aura-Wert, welche deine Dialogoptionen mit anderen Charakteren beeinflusst. Ah, Selbst wenn der Baum des Lebens den Angriff überleben sollte, sorgt er sich, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt, was sich noch retten lässt.
Ihm ist nicht klar, was für eine Verbindung du zu diesem Ort hast. Doch etwas sagt ihm, dass du deinem Herzen treu geblieben bist. Psi-Punkte für Interaktionen mit Gefangenen. Er ist ein Gefangener. Mhm. Und Psi-Schreine erhältst du Psi-Punkte. Damit kannst du Psi-Kräfte freischalten. Diese Kräfte können nur freigeschaltet werden, sobald du das dafür nötige dunkle oder helle innere Gleichgewicht erlangt hast. Ah, okay. So oder so braucht er deine Hilfe. Er sagt, man wird nach den eigenen Taten beurteilt, nicht nach den Absichten. Ich überlasse dich, ich helfe ihm mal. Wir sind wohl, ja. Er ist dankbar dafür, dass du noch einen Funken Licht in dir zu tragen scheinst. Mhm. Oh, da ist ein Funken des Lichts in dir. Schon zu viel? Ich mag das Licht. Ganz genau. Tritt den Funken aus, bevor er sich vergrößert. Und sei doch nicht so. Es ist bloß ein kleiner Funken. Lösche ihn, solange er noch klein ist. Es gibt immer einen anderen Funken. Okay, also das scheint dann doch mehr zu sein als nur... Ja, so ein nettes Gimmick, muss man dann schauen, wie nervig ist es dann später, immer so zwischen... Halt schon wieder. Er muss etwas Wichtiges vergessen haben. Steinalt meint, dass du eine bessere Chance gegen die Weltenfresser hast, wenn dir ein Stamm zur Seite steht. Und es befinden sich zwei in der Nähe. Der Myriad-Stamm sollte eine weise Wahl sein. Denn er handelt nach einem Ehrenkodex und zum Wohle aller. Wen du auch wählst, es wird nicht leicht sein, denn der Konflikt zwischen den Stämmen spitzt sich zu. Sie stehen am Rande eines Krieges. Seit sich die Giganten aus den Tiefen des Nasses erhoben haben, wollten die Myriad um jeden Preis die Weltenfresser aufhalten. Es erscheint logisch, sich auf die Seite der Myriad zu stellen, um eine zersplitterte Welt zu vereinen. Aber wäre es auch richtig? Eins ist jedoch sicher, das Schicksal kommt, so oder so. Okay, wir können uns eigentlich, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, so Star-Wars-mäßig... verfolgt immer nur ein Ziel. Die Welt durch Auslöschung der Schwachen ins Gleichgewicht zu bringen. Sie glauben, um die Welt zu erneuern, muss sie gesäubert werden. Darum lassen sie zu, dass die Weltenfresser den Baum des Lebens zu Fall bringen. Sich mit den Jagni zu verbünden, ist jedoch keine gänzlich schlechte Sache. Das Schicksal findet einen Weg. Okay, wir können uns jetzt... Steinalt sagt... Jemand muss die Pattsituation aufheben, um das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Jagni oder der Myriad zu verschieben. Er glaubt, der Stammes-Sifu wird dir zuhören. Du solltest zumindest einem von ihnen einen Besuch abstatten, vornehmlich den Myriad. Falls du nicht mehr weißt, was du tun sollst, wartet Steinalt am Fuß des Baums des Lebens auf dich. Okay. Questverfolgung. Deine aktuelle... Okay, wir können dann die Sachen im Questlog verfolgen. Wir können uns jetzt entscheiden, hier rüber zu gehen oder hier rüber zu gehen. Also so wie ich das jetzt verstehe, das ist so wie in Star Wars oder wie auch immer. Es gibt halt die schwarze und die weiße Macht oder Seite, Yin und Yang. Und wir können uns jetzt entscheiden, für was wir gehen wollen. Ob wir... Okay, hier können wir dann quasi die Sachen... Okay. Für was wir gehen wollen. Mutationsmenü. Geht zum Mutationsreiter, um Psi-Kräfte und Bio-Gentechnik freizuschalten, deine Widerstände zu verbessern. Ah, okay. Wie komme ich dorthin? Das ist die Frage.
Ah, hier Mutationen. Ah, okay. Biotechnik. Mhm. Aha, das ist dann dunkel und hell, oder? Oder verstehe ich das jetzt richtig? Widerstände verbessern? Ja, wir machen mal hier. Ach, da brauchen wir dann schon zwei. Okay. Brand. Drücke die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um Brand zu nutzen. Brand schleudert dich vorwärts und hinterlässt eine Spur des Feuers hinter dir. Okay. Wimmerschlag. Drücke eine Taste, um die Fähigkeit. Ja, okay. Um Wimmerschlag. Du teleportierst dich in die Richtung, in die du läufst, erzeugst eine Schockwelle. Okay, hört sich mal besser an. Dass wir mal, weil wir versuchen ja immer wegzulaufen, dass wir dann mal gezielt hindashen können. Und Bio-Dings sind, also dafür braucht, also jetzt haben wir unsere Punkte ausgegeben, oder was? Ach, okay. Kann ich das resetten? Nein, kann ich nicht, okay. Gut, damit hat sich das dann auch erledigt. Eine weitere Weggabelung. Entweder der Tunnel oder die Motorbrücke. Wie entscheidest du dich? Ja, es ist die Frage, ne? Für was entscheiden wir uns? Entscheiden wir uns das für das Licht? Also für weiß? Die weiße Seite oder für die schwarze Seite? Irgendwie, ich bin eh, versuche eh immer sehr ausgeglichen und wohlwollend zu sein. Ich weiß jetzt nicht, ne? Aber ich habe Bock, ein bisschen dreckig zu sein diesmal und einfach mal eher die Bad Boy Sache anzunehmen. Wir laufen mal hier rüber. Ich will noch mal schauen, ob ich hier unter der Brücke noch was finde. Oh, hier. Adlerauge, sei wachsam. Oh, wieder ein Stück, ein Komponente. Ich glaube, das sind die Sachen, wo wir dann ja Waffen auch herstellen, basteln etc. können. Hier ist auch noch was. Korkenzieher, okay. Ich frage mich, ob es ja sowas wie ein Hub gibt oder ein Hideout oder irgendwas für von uns selber, wo wir überschüssige Sachen dann rauslegen können oder ob wir immer alles mit. Geh einfach rüber. Ob wir dann einfach, ja, so quasi unser Inventar ein bisschen freimachen können oder ob wir immer alles mit. Aha, was ist hier? Eigentlich will ich dich, oder? Hacken und Schlitzen. Okay, ich kann aber irgendwie alle angreifen. Greifen die mich auch an? Irgendwie schon, ne? An der Hälfte des Lebens. Also das ist ein bisschen komisch, dass er dann, wenn ich mich quasi woanders hinbewege, dass er dann auch den Fokus vom, obwohl ich ja eigentlich ihn anvisiere, dann davon wegkomme,
Und dann, wenn ich schieße, dann ins Leere schieße quasi. Oh, das scheint hier doch das Lager zu sein, oder? Diesen Bereich haben sie wieder unzerstört und zugeschlammt, was früher Mist war. Als ob es nicht schon vor dem Stammeskrieg schlimm genug gewesen ist. Durchschuss! Es ist ja lustig, dass dann Klick-Klick steht, wenn man gerade leer geschossen ist. Okay, wir haben ihn noch bekommen, bevor er sich resettet hat. Oh. Ich dachte, das ist was, aber es ist irgendwie doch nichts. Mhm. So, was ist hier? Können wir wahrscheinlich durchsuchen. Kriegen wir wieder so ein bisschen Loot. Eine Klinge und einen Verbandskasten. Oder Verband. Auf den Turm. Ah, können wir hoch, okay. So, jetzt testen wir gleich mal, ob wir Fallschaden bekommen. Ob sowas gibt. Hm. Also zumindest aus der Höhe nicht. Oh, das scheint doch das Dorf zu sein von denen. Das ist die Festung des Jagni-Stammes. Ihre Freundschaft kann Fluch oder Segen sein. Das liegt ganz bei dir. Du kannst entweder zur Lösung des Stammeskrieges beitragen oder Teil des Problems werden. Mal sehen. Damit haben wir hier den Ding freigeschaltet oder nachdem wir interagiert haben. Einmal haben wir quasi jetzt hier den Wegpunkt freigeschaltet und jetzt können wir dann immer ja, zwischen den Punkten hin und her reisen. So, und hier drüben ist das andere Dorf oder wie? Oder sind wir gerade von hier gekommen? Nee, wir sind von da gekommen. Weil hier ist nämlich auch ja, ein Tower. Fokus. Nein, nicht Fokus, Zokus. Aha. Oh, hier ist auch was. Trübe Strickmütze, okay. Gut. Ich würde einfach mal der dunklen Seite frönen. Mal schauen, wohin uns das bringt. Mhm. Sagt, sie sind im Krieg und misstrauisch Fremden gegenüber. Schätzt, der Sifu wäre an einer Begegnung mit dir interessiert. Ja, das ist, finde ich, ein bisschen schade, dass die so Kauderwelsch reden, so wie bei den Sims. Und er dann das dann jedes Mal übersetzt. So aus der dritten Perspektive. Der Jagni-Stamm strebt nach der Vorherrschaft und will vor allem gefürchtet werden. Sie wollen die anderen Stämme bezwingen, denn nur durch ihre Vormacht können sie den Frieden garantieren. Der Sifu ist entschlossen, den Baum des Lebens durch die Weltenfresser zerstören zu lassen. Denn sie wollen die Welt säubern, um von Neuem zu beginnen.
Er heißt dich in der Yagni-Festung willkommen und stellt sich als Sifu des Stammes vor. Die Kunde einer kaltblütigen Kämpferseele, die den großen Wall durch den Spalt in Bunker 101 durchquert hat, ist dir vorausgeeilt. Der große Wall, kaltblütig? Also die, auch die Optionen sind so kryptisch irgendwie. Der Andersseite, dem Ödland, aus dem du kommst. Er schätzt, deine Zeit dort hat eine Leere in deinem Gedächtnis hinterlassen, die so trist und karg wie das Ödland selbst ist. Deine Wesensart entfacht Erinnerungen daran, wie du als Kindling warst. Er kann noch immer deine Gutherzigkeit spüren. Manchmal kann eine Erinnerung eine andere erwecken. Er hat ewig nicht mal an deine Mamu gedacht, auch wenn sie ihm viel beigebracht hat. Er war einer ihrer ersten Wung-Fu-Schüler. Schüler? Mamu? Also er war Schüler bei unserer Mamu. Okay. Aber es ist halt auch, ist es dann einfach nur, dass wir die Frage beantwortet bekommen, so ganz... Einst gab es 6 von ihnen. Doch nach dem Angriff Lupalupins auf das alte Dorf zerbrach ihre Einheit. Bald darauf formten sie neue Stämme nach ihren eigenen Werten. Als die Verderbnis begann, wurde aus Feindschaft offener Krieg. Die Yagni wollen keine Einheit zwischen den Stämmen. Sie streben nach der Vorherrschaft und wollen vor allem gefürchtet werden. Sagt, dass selbst in den Besten etwas Dunkelheit steckt, selbst in dir. Du solltest diese Seite in dir annehmen und ihnen dabei helfen, die Stämme zu bezwingen und die Weltenfresser den Baum des Lebens zerstören zu lassen. Jetzt ist die Frage, na, wie endgültig ist diese Entscheidung? Wahrscheinlich hat, also es wirkt schon so, als wäre das, ja, ich will nicht sagen endgültig, aber es ist schon eine Vorentscheidung. Na, wer dreht mal der dunklen Seite bei? Na? Also ich muss das dann nochmal. Er war sich nicht sicher, ob du dich so entscheiden würdest. Doch anscheinend hat dein Verstand über dein großes Herz gesiegt. Das ist ein Zeichen der Stärke. Der Sifu hat darauf gewartet, dass etwas das Gleichgewicht zu ihren Gunsten verschiebt. Mit dir an ihrer Seite schöpft er Zuversicht, dass ihr die anderen Stämme bezwingen könnt. Er will, dass der Myriad-Stamm zuerst an die Reihe kommt. Ihre Sippe muss den Krieg beenden, bevor ihr Ende ist. Selbst wenn sie Schmerzen erleiden müssen, werden sie nicht freiwillig das Opfer spielen. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Mhm, okay. Das ist der andere. Das heißt, beim zweiten, falls es einen zweiten Spieldurchlauf gibt, weiß nicht, ob es New Game Plus gibt, dann könnte man sich dann auch für die andere Seite mal entscheiden. Na, einfach auch die wenn anderen. Wenn nicht dieselbe Welt sich teilt, solltest du so bald wie möglich, so hart wie möglich zuschlagen. Wie dieser Krieg endet, liegt bei dir. Sagt, du sollst dich nicht fürchten. Dein Schicksal kann dir keiner nehmen. Erobere den gegnerischen Außenposten. Dann darfst du die Stammeswaffe führen. Sobald du alle gegnerischen Außenposten erobert hast, kannst du ihren Sifu herausfordern, um über ihr Gebiet, die Stammeswaffe und die Sippe zu herrschen. Dein Anblick bringt Erinnerungen an das alte Dorf zurück. Er kann sich an deine Gutherzigkeit erinnern. Er spürt den Willen, Gutes zu tun, immer noch in dir. Jedenfalls kommst du auf dem Weg zum gegnerischen Außenposten beim alten Dorf vorbei. Doch für Sentimentalitäten fehlt die Zeit. Der Krieg wartet nicht. Okay, jetzt sind wir wieder frei. Hm, was ist hier? Oh. Und das heißt, drüben ist dann wahrscheinlich auch so eine Arena und wir können dann hier in der Arena uns dann
über den jeweiligen Boss stellen. Aber es wirkt schon so, als könnte man jetzt dann nicht noch sagen, okay, ja, vielleicht, wir gehen mal ins andere Dorf. Aber ich glaube, die Entscheidung ist jetzt wohl gefallen. Wenn wir hier irgendwas machen. Ja, eher nicht, ne? Schauen wir mal. Okay, das sind hier quasi diese Gebiete. Das heißt, sobald wir wahrscheinlich hier rüberlaufen, werden wir Dings, ne, überfallen von den anderen dann quasi. Ach, gehört das noch mit zur Festung? Mhm. Interagieren. Findet es unheimlich, dass du nachts unterwegs bist und fragt sich, was du geplant hast. Weiß, dass du noch andere Dinge zu tun hast. Mhm. Sagt, du seist ziemlich dumm, nicht alles an dich zu reißen, bevor die Welt untergeht. Sagt, du solltest dich nicht stressen. Kann ich hier schwimmen? Okay. Für die Animation wirkt aber sehr, sehr, sehr seltsam. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass wir da in dem Wasser ertrinken auf einmal. Aber wir wollen. Ich weiß nicht, ob da hinten. Ah, okay, wir kommen da nicht rein. Ja, gut. Okay. Dachte, man kann in den Ding rein, in den. Ja, wie in dem vorhergehenden Wasserfall, dass wir da einfach reinkommen. Ich wünsche, dass der Jagdni-Stamm gerne mit dir befreundet ist. Du dich jedoch entscheiden solltest, wo du entlang fliegst. Ja, so wirklich entscheiden oder so können wir ja nicht wirklich. Ne? Wir haben ja eigentlich nur diese eine Option. Ich dachte, wir bekommen hier vielleicht irgendwie noch eine Quest oder so, so eine Nebenquest. Dich keinen Ärger zu machen. Sie mögen es lieber ruhig. Ihr seht euch später. Kann aber auch sein, dass wir die erst freischalten, wenn wir hier weiterkommen. Sammeln von Informationen. Manche Zivilpersonen haben Informationen zu geheimen Orten in der Nähe. Du kannst versuchen, die Informationen zu erfragen, aber wahrscheinlich wirst du eine Hauptattribute einsetzen müssen, um sie ihnen zu entlocken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Informationen hergeben, ist dann viel höher. Schaffst du den Test allerdings nicht, verlierst du dein Attributspunkt. Ja. Sagt, in der Nähe gibt es einen interessanten Ort, von dem niemand weiß. Aber jetzt sei nicht die Zeit, darüber zu reden. Findet es seltsam, dass du Lobo noch nicht begegnet bist. Bist du schon mal mit einem Luftschiff geflogen? Wird hier sein, wenn du zurückkommst. Sagt der Baum des Lebens. Ja, ist die Frage, ne? Kriegen wir die Information auch, ja, sage ich mal, auf. Sagt, in dir fließt zwar Jagni. Verabschiedet sich. Es kann nur sein, dass wir, sagen wir, wenn wir mal sanft nachhelfen, ob wir da die Information dann nicht auch so bekommen. Hier unten ist irgendwie ein Tunnelsystem. Schauen wir gleich rein.
Ruheplätze. Du hast einen Ruheplatz gefunden. Hier kannst du Gesundheit und Ki-Energie wieder herstellen und einfach Zeit totschlagen. Ah, okay. Wie ruhig dieser Ort ist. Hier kannst du dich erholen, wenn aus Tag Nacht wird. Und andersherum. Ah, okay. Das heißt, ich kann dann auch zu gewissen Tageszeiten an gewissen Orten sein oder muss. Haben wir kompletter Gummipolster, okay. Ich glaube, wir müssten mal in die Ausrüstung schauen. Ah ja, genau, wir haben hier schon einiges gefunden. Okay. Mütze, ja. Ich glaube, mit Dings können wir es ausschalten, ja. Schaut jetzt nicht so geil aus, wenn ich ehrlich bin. Haben wir hier was? Ne, hier haben wir nichts. Ah, wir sind ja Level 3, stimmt. Ja, das haben wir alles. Im Gesicht können wir noch was ausrüsten und Rücken haben wir nichts. Ja, okay. Charakter. Ah ja. Machen wir wieder Glück? Ja, ich mach pump erstmal ein bisschen Glück rein. Dann nicht Mutationen, sondern Dings. Biopunkte, Psi-Punkte. Fernkampf. Mhm. Da könnten wir quasi zwei Waffen tragen. Ja, okay, lassen wir erstmal noch Biopunkte, die waren hier bei den Mutationen. Ah ja, genau, hier Biom, Psi-Kräfte. Ja, ich schalte das jetzt einfach mal frei. Packe ich auf A. Ja. Drücke die zugewiesene Taste, um eine Fähigkeit zu nutzen und drücke und halte dabei gleichzeitig LT. Okay. Das heißt, mit LT können wir dann unten umschalten. Widerstände verbessern. Ja, okay, da brauchen wir wieder diese Punkte. Okay, dann lassen wir das mal. Hier war noch eine Hütte. Nägel. Und dann noch das Healing-Zeug. Ich schlage ihn mal noch nicht, aber verlockt bin ich schon ein bisschen. Überhaupt, wenn wir sagen, okay, wir wollen die Dark Power ein bisschen pushen. Warum komme ich hier? Aha. Okay, er kann nicht wirklich schwimmen. Ich bin ehrlich. Ich wollte zwar nicht da runter in das Becken, aber ja. Bisschen gefettfingert. So, wer bist du? Ja. Hier ist nichts. Dann schauen wir mal hier in den Gang rein. Vielleicht finden wir ja das, was er da... Ah, hier scheinen nur so Unterkünfte, Baracken zu sein. Scope.
Oh. Wer bist du? Bitte dich, einen Blick auf die Waren zu werfen. Bestimmt findest du, was du suchst. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du wieder mit leeren Händen gehst. Händler Ra. Also Händlerarten. Ja, das ist ein eher doppelt gelesen. Händler sind auf bestimmte Waren spezialisiert. Nahkampf oder Fernkampf. Ausrüstungsteile, Körper und Reittiere. Das Stöbern bei Händlern ist eine gute Möglichkeit, bessere Teile für deine Ausrüstung zu finden. Fehlt dir ein bestimmtes Teil für eine Waffe, schadet es nie, bei einem Händler vorbeizuschauen. Okay. Verschiedenes. Gegenstände kaufen. Beim Händler kannst du Gegenstände kaufen, wenn du ausreichend Grün besitzt. Grün? Was ist denn Grün? Die Währung in Form eines Blattes. Ach so, das ist Grün. Wo sehe ich denn das? Ach, da oben. Ich habe 0. Okay, 0. Rechts vom Artikel steht der jeweilige Preis. Verkaufe Gegenstände oder suche in bestimmten Büschen, um Grün zu erhalten. Okay. Da oben können wir switchen. Dann können wir hier... Ich würde dann hier 50 Dings bekommen, ne? Was haben wir hier? Okay. Was kostet das? Puffelbrot. Was zum Essen? Ja, geht nicht. Kleidung. Schon teuer. Bestätigt Stufe 12. Ja, okay. Ich glaube, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt krasses Gear zu kaufen. Aber hier drüben ist ein Waffenhändler. Drüben ist ein Waffenhändler. Warte mal, wer bist du? Behauptet, seltsame Objekte aus der Todeszone im Angebot zu haben. Die meint, du sollst es locker nehmen. Wenn du dich hetzt, wirst du kein gutes Geschäft machen. Nahkampf, okay. Hier können wir Nahkampfwaffen kaufen. Wer bist du? Ist erleichtert, dass du zivile Person. So, hier drüben. Versteht, warum die... Sagt, du kannst während der Öffnungszeiten gerne herumstöbern. Hofft, mit dir lässt sich gut handeln. Wäre enttäuscht, wenn du... Zeit für einen Handel. Was kostet hier so ein Ding? 3000. Pistole. Stufe 7. Ah, Vitalität 20 brauchen wir dafür. Okay. Gut. Kann ich hier oben auch drauf? Ja. So, da kommen wir raus. Ich würde gerne hier nochmal checken, die Sachen. Zwitschert, dass der Jagdni-Stamm gerne mit dir befreundet. Und da sind wir gekommen, ne? Der Baum ist... Nein, nicht nochmal da rein. Es wirkt schon so, als könnte man da drüben in den Wasserfall rein. Ja. Schraube. Toll. Oh, Zündermodul,
Das klingt schon mal besser. Als so eine olle Schraube. Die Frage, können wir auch hier rüber? Da ist die Frage, ob man da drüben auch rein kann. So, was ist hier? Oh. Na, ich dachte zuerst, es ist hier so ein Gefängnis, aber... Ja, oh ja, doch, hier. Hier ist schon gefängnisartig. Das war jetzt nicht wirklich smooth. Kann ich das auch aufmachen? Muss ich jetzt testen, ob ich hier die Sachen aufmachen kann. Nee, kann ich nicht. Okay. Ja, ich hätte mir irgendwie ein bisschen mehr versprochen, hier hinter zu schauen, aber gut. So ist es. Wissen wir das auch? Also doch recht groß die Festung, ne? Für das, dass wir dann direkt dorthin teleportiert worden sind. Sagt, es sei an. Jetzt wieder so ein, wieder so eine kleine Trap. Kurbelteil. Oh, okay. Können wir uns so einen Haken bauen? So einen Kletterhaken? Okay, ich glaube, wir haben jetzt erstmal hier soweit alles. Leisten können wir uns eh nichts. Und die Items, die wir kaufen können, sind ja auch recht hoch noch. Ich glaube, das niedrigste war so Level 7, ne? Okay, dann gehen wir mal darüber. Ja, wir sollen darüber. Hoppala. Oh, hier ist auch noch eine Hütte, eine Kiste. Hose und Healing. Jetzt bin ich gespannt, ob die Kiste da oben auch gerespawnt ist oder ob das so ein einmaliger Loot ist. Das ist gelootet. Und hier oben hatten wir ja auf dem Aussichtspunkt hatten wir ja auch eine Kiste, die... Ja, ist schon gelootet, okay. A mit B kommen wir wieder runter. Instant. Okay, der ist weg. Ja, ein bisschen Stuff bekommen. Ganz komische würde Wand. Es wirkt so, als wäre hier Erz. Könnte man vielleicht, kann man das später abbauen oder so. Vielleicht auch nicht, ne? Vielleicht ist es nur so ein bisschen Textur, aber es wirkte schon so, als könnte man Erz abbauen. Ja, es könnten auch nur eher so Textursgeschichte sein.
Obwohl, das wirkt hier schon so, ne? Jetzt könnte man hier... Ne, aber... Na, vielleicht fehlt uns das Tool noch. Das kann ja auch sein, ne? Dass wir da noch ein Tool brauchen dafür. So, ich versuche mich mal ein bisschen ranzu. Pass auf, da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Klick, klick, klick. Ach ja. Was, tot? Das habe ich jetzt gar nicht so vernommen, dass der so einen riesen Area of Effect Damage macht. Aber ich glaube, wir waren vorher schon gedamaged. Pass auf! Da vorne ist ein Mump. Die hat die Evolution hart erwischt. Besonders die Wackelmumps. Sie wurden entstellt und entfällt. Da brennt die Luft. Scheint doch schon wichtig zu sein. Okay, da war jetzt... Dann waren wir zu langsam. Oh nice, damit haben wir ihn. Ja, einmal war ich ein bisschen zu langsam beim Ausweichen und beim letzten Mal hatte ich jetzt nicht am Schirm, dass der wieder so oft hintereinander angreift. Oh. Große Lootkiste. Nackenschutz, okay. Und so ein kleines Healing, okay. Jetzt ist die Frage, ne? Hat der hier irgendwas noch bewacht oder... Oder ist das eigentliche Event nur den Dude zu erledigen? Oh, hier ist ja noch was. Rohrschaft. Und dann irgendwie noch ein bisschen Metz. Ich schau mal auf die Seite und dann an die zwei Sachen hier noch ab. Okay, versuchen wir mal weiter in die Richtung zu laufen. Hier oben wollte ich noch reinschauen. Aber so wirklich belohnend ist das jetzt noch nicht, dass man hier so überall reinschauen. Ja, aus meinem Gefühl sind wir jetzt überall mal gewesen bei den Ruinen. Oh, was ist hier? Ein Ort, an dem die Zeit verloren ist. Aber man spürt ein Kribbeln, wenn man hier ist. Es gibt hier etwas Besonderes, das dich anzieht. Ja, das ist auch wieder so ein bisschen... Es gibt was Besonderes, was mich anzieht.
Aber was das Besondere ist, keine Ahnung, ne? Oh, hier ist wieder ein Wegpunkt, den werden wir mal aktivieren. Mal sehen. Okay, das ist hier das Dorf. Okay. Rechne ja wieder damit, dass... Mit der Zeit verblassen die Erinnerungen. Und manchmal ändern sich auch die Empfindungen. Es geht nicht darum, wer du warst, sondern wer du werden wirst. Diese Geschichte... Echos einer lange verlorenen Vergangenheit flüstern im Wind. Ah, okay, wir sind wieder ein Kind. Okay, da gibt's keine Karte. Klippo. Hier ist jemand, der jeden Tag so nimmt, wie er kommt. Er fragt, wo du abgeblieben bist und hofft, dass du draußen auf dem See deine Schwimmtechnik verbessert hast. Naja, noch können wir nicht schwimmen. Klippo meint, manche wählen die Einsamkeit, weil niemand versteht, was sie durchmachen. Wenn das bei dir so ist, wird er versuchen, dir zu helfen. Er findet, mittlerweile solltest du wirklich schwimmen können. Warum nicht? Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Schwimmen. In den meisten Gewässern kannst du schwimmen. In sehr tiefem Wasser verlierst du allmählich Chi-Energie und wenn sie dir ausgeht. Ach, wenn unsere Stamina ausgeht, ertrinken wir dann einfach. Ah, okay. Das war der Grund, warum wir, glaube ich, dann gestorben sind, obwohl ich zum ersten das Gefühl hatte, man kann schwimmen. Aber die Schwimmanimation schaut echt ein bisschen... Wir haben ein bisschen das Gefühl bekommen, wie lang können wir hier schwimmen. Okay, das war schon sehr knapp jetzt. Er sagt, dass es doch gar nicht so schlimm war, oder? Ja, ich muss am Wasserfall bleiben. Am Wasserball. Was? Er sagt, das Gefühl zu ertrinken ist eine gute Mahnung daran, schwimmen zu lernen. Doch du brauchst Übung, viel Übung. Dem Blick deiner Mammut nachzuurteilen, scheinst du etwas vergessen zu haben. Du hast versprochen, vor Sonnenuntergang mit ihr zu trainieren. Zeit zum Aufbruch. Mal sehen, was wir lernen. Es ist fleißig zu trainieren. Du kannst dich nicht nur darauf verlassen, dass dir Wung Fu im Blut liegt. Du solltest wissen, dass Übung den Meister macht. Ihr trefft euch auf dem Dorfplatz. Sie wird auf dich warten. Und am Ende erwartet dich sogar eine Überraschung. Was mich ein bisschen wundert, dass sie genauso ausschaut wie wir, ne? Wir haben ja auch den grünen Streifen, die grünen Ohren, das weiße Fell. Ja. Kann ich irgendwas looten? Nee. Ist das hier der Dorfplatz? Nee. Wer bist du? Ein weiteres bekanntes Gesicht, das mit vielen Gedanken beschäftigt ist. Er hofft, dass du etwas Schrott für einen Dingsbums sammeln kannst, an dem er arbeitet. Er freut sich, das von jemandem der kommenden Generation zu hören. Du bist es dir selbst schuldig, die Umwelt zu beschützen. Du solltest nach wiederverwertbarem Material suchen. Das sollte nicht allzu lange dauern. Wiederverwertbarem Material, okay. Ach, hier oben Müll. Das heißt, wir können im Müll nach Ressourcen suchen.
Jeder fragt sich, was du Nützliches gefunden hast. Tja, das weiß ich auch nicht. Sag es mir. Manchmal ist er ein Experte, doch manchmal macht er nur das, was Sinn ergibt. Er kann aus ziemlich allem etwas Wundersames erstellen und fragt, ob du dich mit Wiederaufarbeitung auskennst. So ist es recht. Nur wer sich die Hände schmutzig macht, kann etwas verändern. Er würde es dir gerne beibringen. Der von dir gefundene Schrott wäre ein guter Anfang. Eigene Waffen herstellen. Mit der Herstellung deiner Waffe zu beginnen, wähle zunächst die Basis aus. Diese entscheidet darüber, welche Art von Waffe du herstellst. Es gibt drei verschiedene Arten von Nahkampfwaffen: Schmetterwaffen, Einhandhiebwaffen und Zweihandhiebwaffen. Okay. Ach, Klierkante, das ist eine Nahkampfwaffe, ne? Um die Herstellung fortzusetzen, wähle einen Heftplatz. Ach, hier. Jetzt ist die Frage, das Gelbe spektakulär. Lila ist beeindruckend. Beeindruckend, nee. Seltenheitswert. Also golden, unique ist wahrscheinlich besser wie hier lila. Aber hier ist irgendwie kein großer Unterschied. Warum ist da so ein Ding dran, ne? Warum ist hier so ein Ding, so ein Sternchen? Nimm mal das. Gute Arbeit, doch er fragt sich, warum du eine Waffe hergestellt hast. Er glaubt, Besonnenheit wird dir inneren Frieden bringen. Er freut sich darauf, was du als nächstes bastelst. Du hast offenbar ein Talent dafür. Sie scheint langsam die Geduld zu verlieren. Du weißt, dass sie nicht gerne auf dich wartet. Sie will, dass du sofort zum Dorfplatz kommst. Dann hast du einen guten Grund fürs zu spät kommen. Die Verantwortung, deine natürliche Umgebung zu schützen, ruht auf dir. Es geht um deine Zukunft. Sie will, dass du groß wirst und anfängst, für dich selbst zu denken. Du solltest wirklich zu dir selbst finden, bevor sie einmal weg ist. Okay, das ist schon die Vorahnung, oder was? Sie weiß, dass sie nicht ewig leben wird. Doch sie will aus jedem Tag das Beste machen, besonders dann, wenn ihr zusammen seid. Du bist stets deinem eigenen Weg gefolgt, doch diesmal musst du ihrem folgen. Mhm. Ja, ich wollte hier oben nochmal schauen. Ah, aber wir haben jetzt wenigstens die Waffe, die können wir jetzt hier nutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die nur in dieser Zwischenwelt jetzt hier verwenden können. Ich weiß auch nicht, ob hier noch irgendwo Loot ist oder so. Ah, ich will da jetzt nicht runterfallen. In das Haus würde ich schon gerne reinschauen, aber ich befürchte, da ist nichts. Oh. Bei dieser Entschlossenheit solltest du lieber aufpassen. Er sagt, du sollst stehen bleiben und fragt sich, was du glaubst, wo du gerade hingehst. Er sagt, es sei aber noch nicht zu spät für dich, umzukehren. Du kannst hier auf keinen Fall durch. Er will wissen, für wen du dich hältst. Ja, niemanden. Warum schubst du hier? Amawana.
Er sagt, also es ist wurscht, was wir sagen, es ist alles irgendwie Provokation, ne? Kann oder nicht kann. Nicht einmal du. Ich versuche wenigstens den einen hier zu fokussen. Oh, okay, das hat. Ah ja, gibt schon auf. War das jetzt eine Trap oder was? Sie fragt, ob du verletzt bist. Was ist passiert? Sie meint, es ist schön, dass du an sie denkst. Doch sie haben morgen bei Sonnenaufgang Waffentraining. Sie müssen sich daher vorher gut ausruhen. Die Hauptsache ist, dass es dir gut geht. Konzentrier dich jetzt auf dein Training. So, okay, dann gehen wir kurz mal zur Mutter mit dem Training. Ich würde ja gerne hier noch links und rechts schauen. Aber ja. Es wirkt jetzt nicht so, als würde hier irgendwie, ja. Hier ist jemand, dem du am Herzen liegst und der sein Bestes gibt. Er fragt, ob du ihm vor dem Training ebenfalls helfen könntest. Er wünschte, dass es deiner Mamu auch so ginge. Doch das Dorf in die Zukunft zu führen und ihren Schülern Wung Fu beizubringen, scheint ihr jeden Tag wichtiger zu sein. Er meint, du solltest ihm ein paar Geräte und Einfälle beschaffen, um ein paar alte Dinge wieder aufzuarbeiten. Du suche die Klamottenhaufen, okay. Wahrscheinlich zum Repairen oder für Rüstung zum Herstellen. Er ist gespannt darauf, was du gefunden hast. Er sagt, was es auch ist, es sollte nicht unter einem Haufen von Wiederverwertbarem vergessen werden. Er sagt, es sei an der Zeit, es zu lernen und bietet dir an, mit dem Schrott anzufangen, den du gefunden hast. Ausrüstung können wir herstellen, okay. Zusatzteil. Okay, das funktioniert dann so ähnlich wie die Dings. Kann man das eigentlich auch sortieren? Nee. Aktuell sehe ich es nicht. Ich nehme mal den höchsten Wert. Hier würden wir nochmal Crit dazu bekommen, noch ein Punkt. Hier würden wir auch noch einen Punkt dazu bekommen. Ah, wir haben alles, ne?
haben dann sogar noch Resistenzen auch noch bekommen. Hier 6%. Für ihn wäre es nichts, aber er findet, dass du damit gut aussiehst. Du solltest es mitnehmen und beim Üben tragen. Er freut sich darauf, was du als... Aber Papu schaut genauso aus wie Mamu. So, hier ist der Trainingsplatz endlich. Deine Mamu sagt, das wurde auch Zeit. Hofft, du bist so bereit, wie du behauptest. Sie sagt, sie möchte rasch anfangen. Bis zum Sonnenuntergang bleibt nicht mehr viel Zeit. Er schaut aus wie Qigong. Deine Mamu sagt, du hast dich heute gut geschlagen. Sie ist so stolz auf dich. Dank dir, dass dich zu unterrichten so schön ist. Sie hat zusammen mit Gizmo und Whis ein Geschenk für dich vorbereitet. Schau einfach nach, dann siehst du, was es ist. Du hast es dir verdient. Den Grashüpfer oder was? Gut gefangen. Gefühlt ist er daneben gesprungen. Sie hat noch nie einen so grünen Apparat gesehen wie den hier. Er ist wundervoll. In einem Stück Schrotronic wie diese steckt Technologie aus der alten Welt. Darum ist es ein gutes Kommunikationsgerät. Man nennt es Roboter. Er ist mit deiner DNA verknüpft. Er folgt dir überall hin und sieht, was du siehst. Er wird über dich wachen, wenn sie es nicht kann. Deine Mamu meint, du wirkst erschöpft. Kein Wunder, es war ein langer Tag. Alles geht zu Ende, Gutes wie Böses. Schlaf gibt dir die Stärke für den nächsten Tag. Okay, jetzt werden wir... Achso. Ich dachte, wir wachen jetzt schon auf, aber... Die Welt in Brand zu stecken. Das ist quasi der Überfall aufs Dorf. Ein verbranntes Kindling fürchtet das Feuer. Das gießt nur Öl ins Feuer. Eine letzte Explosion. Dann war es das. Deine Mamu sagt, es ist soweit. Sie muss gegen Lupalupin kämpfen. Dieses Mal gibt es kein Zurück. Sie kann ihn kommen hören. Was auch immer passiert, du sollst wissen, dass sie dich liebt. Alles, was sie getan hat, diente nur dazu, dich, deinen Papu und diejenigen zu schützen, die sie zu ihrer Anführerin bestimmt haben. Hier kommt die Vergangenheit, um die Gegenwart heimzusuchen. Kann ich den kämpfen? Ja, ich kann gegen den kämpfen. Um
von hier zu entkommen, musst du durch Feuer und Wasser gehen. Deine Mamu sagt, du kannst es schaffen, wenn du daran glaubst. Sie folgt dir überall hin. Blut ist dicker als Wasser. Aber wir sterben ja gleich. Tja. Ich versuche mal hier auf die Plattform zu kommen. Okay. Muss ich zu ihr? Du steckst tief im Nass. Achso, ich muss auf ihren, okay. Bloß keine Wellen. Das Nass geht, ja, wohin es will. Folge dem Strom, so gelangst du stets zur Küste. Ich dachte, wir müssen uns selber auf die Plattform retten. Okay, mit dem Quicktime habe ich jetzt nicht gerechnet. Hätte ich wieder zu ihr schwimmen müssen? Nee. Na doch, ich muss zuerst zu ihr schwimmen. Ja, sie kann wenigstens halbwegs richtig schwimmen. Der wird jetzt sicher nochmal kommen, oder? Ach, ich bin wieder von der Ding runter. Och. Obwohl ich ausgewichen bin, bin ich dann von ihr runtergefallen? Okay. Hat er sie jetzt getroffen oder was? Wer mit reinem Herzen gelebt hat, braucht den Tod nicht zu fürchten. Ein Teil von ihr lebt immer in dir weiter. Die Kreatur hungert nach mehr. Jetzt wird ihr nichts mehr im Weg stehen. Ein Opfer für jemand anderen ist nicht vergebens, sondern wird für immer an den Nächsten weitergegeben. Das Leben muss weitergehen. Ein wahres Opfer wird aus Liebe und Not erbracht, wenn es keine andere Lösung mehr gibt. Wer alles aufgibt, um zu retten, was einem wirklich wichtig ist, hat die größte Gewissensprüfung bestanden. Was du für dich tust, stirbt mit dir. Was du für deine Sippe tust, bleibt auf ewig in ihrer Erinnerung. Na
Danke, damit sie dann beide Eltern tot, ne? So wie der Moment vergeht und verblasst, bleibt nur die Einsamkeit zurück. Es bedeutet nicht, dass du die Vergangenheit vergisst, sondern nur, dass du weiterziehen musst. Okay. Das war hier das Dorf. Und hier ist dann der nächste Questmarker, okay. Und hier war... Muss ich den nochmal aktivieren? Mal sehen. Okay, damit habe ich jetzt den Questmarker aktiviert. Ich würde sagen, ist jetzt ein bisschen ein trauriges Ende für die Staffel, dass jetzt hier, ja, jetzt wissen wir, wie unsere Eltern quasi gestorben sind. Ich würde aber sagen, ich würde gerne die Folge hier mal beenden und wir schauen dann in der nächsten Folge hier weiter, was uns dann hier erwartet in der Siedlung oder was das auch immer ist. Ich danke euch fürs Dabeisein und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Servus.